Moinsen, schön, dass ihr mal wieder bei mir reinguckt. Hier schrauben und basteln wir mal rund um den Hühnerstall. Und das hier habe ich heute für euch. Wir machen heute nämlich mal ein kleines Axt-Spezial. Ganz speziell für die Leute, die einen Axt-VSB oder einen VSD haben. Folgendes. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, das habe ich genannt Akku-Solarlösung für alle Hühnerklappen. Sinn und Zweck der Geschichte ist, dass ich mit einem 10-Watt-Panel einen Akku lade und dieser Akku dann praktisch Strom für den Axt-VSB, VSD oder für jeden x-beliebigen anderen Öffner liefert, der über 12 Volt läuft. Dann habe ich meinen Öffner jetzt schon mal mit Strom versorgt. Und dann gibt es bei Axt ja die Möglichkeit, externe Zeitschaltuhren anzuklemmen. Die funktionieren auch echt gut, die Dinger. Vor allem die analoge mit den Reitern, die finde ich klasse. Die digitale, das ist nicht so meins. Und da habe ich mir so überlegt, Mensch, diese blöde Zeitschaltuhr, die läuft ja auch immer noch über Batterie. Und kann ich da jetzt nicht irgendwie was machen, wo ich die Uhr und die Klappe gleichzeitig mit Strom versorge? Das war mal so der Grundgedanke. Und da zeige ich euch mal, was ich dafür eingekauft habe. So, das sieht jetzt alles ganz schön wild aus, was jetzt kommt, aber so wild ist das gar nicht. Also, wir brauchen ein Solarpanel. Das muss nicht so eins hier sein. Dieses hier hat 20 Watt, aber das, was ich am Stall verbaut habe, das hat nur 10 Watt. Das werde ich auch nehmen. Nur da muss ich das jetzt nicht extra abbauen, um es zu zeigen. Das Besondere bei diesem Solarpanel ist, dass es einen Micro-USB-Stecker hat, ne? Unten dran. Und das ist total klasse, denn mit diesem Micro-USB-Stecker gehe ich hier in meinen kleinen Laderegler. Das Ding lädt also hinterher die Batterie und hier stecke ich das Ding nur rein. Gut, dann müssen wir natürlich ein bisschen löten, damit das alles funktioniert, ne? Also, das Solarpanel kommt hier rein und dann löte ich an dieses Ding eine Batteriehalterung. Und diese Batteriehalterung, das ist eine, ja, etwas spezielle, möchte ich sagen. Hier kommen 18650 Akkus rein, aber nicht nur einer, hier kommen zwei rein. Das ist aber ein Parallelgehäuse, das heißt, beide Akkus werden gleichzeitig geladen und auch gleichzeitig entladen, ne? Bei normal, wenn ich ein paar Batterien in Reihe schalte, dann erhöhe ich ja die Spannung. Das passiert bei diesem Ding nicht. Also hier kommen zwei 18650 Akkus rein und die werden immer beide schön über den Laderegler frisch gehalten. Gut, wie geht es denn jetzt weiter? So, des Weiteren habe ich hier die Möglichkeit, oben und unten, da steht Out dran, da kann ich praktisch die Spannung von der Batterie wieder abgeben und damit gehe ich auf dieses kleine Ding. Das ist dasselbe, was ich in dem anderen Video auch schon verbaut habe und dieses Ding macht aus diesen 3,7 Volt, die da ankommen, macht es 12 Volt. Das heißt, ich gehe hier letztendlich mit 12 Volt raus und das ist super, denn mein Axtöffner, der funktioniert ja über 12 Volt. Ne? Und die Zeitschaltuhr, die ich da besorgt habe, die funktioniert auch über 12 Volt. So, das ist mal die Zeitschaltuhr, die ich da organisiert habe. Das Ding läuft, wie gesagt, über 12 Volt. Und die Stromaufnahme, die dieses Ding hat oder haben soll, die soll so gering sein, dass man die gar nicht messen kann. Das ist natürlich für so eine Solargeschichte genau das Richtige, ne? Dann klemme ich den hier einfach meine 12 Volt an und hier an die Geschichte kommt denn halt der Öffner und Schließer von meiner Tür. Ne? Also da, wo bei dem Axt VSB oder VSD die analoge oder digitale Uhr angeschlossen wird. So, was haben wir noch? Letztendlich haben wir noch einen Schalter, dass wenn ich da beim Axt mal die Dinger abziehe, ne, dass der Strom weg ist. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Gehäuse, wo diese ganze Geschichte rein soll. Dafür habe ich jetzt einen Kleinverteiler geholt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war keine gute Wahl. Das Schöne ist, dass der eine Haarschiene hat und dass diese Uhr, die ich da besorgt habe, die kann man auf diese Haarschiene aufklipsen. Aber ich hätte gedacht, der wäre ein bisschen größer. Also das wird ganz schön eng, diese ganze Schichte hier einzubauen, weil, ach, ich klipse das einfach mal kurz rein hier. Weil wenn ich das hier mal nur mal so ganz grob reinhalte, da wo jetzt diese freie Fläche ist, da möchte ich natürlich diesen Laderegler und diesen Spannungswandler sehen. Die beiden Dinger, die haben nämlich LEDs. Das heißt, wenn bei dem Spannungswandler oder ein Spannungsbooster ist es ja, die Lampe leuchtet, dann weiß ich, ich habe auf jeden Fall noch genug Saft in den Batterien. Und bei dem Laderegler,
Der hat eine LED, die leuchtet rot, wenn die Batterien geladen werden. Und die leuchtet blau, wenn die Batterien voll sind. Und das ist ja nicht ganz uninteressant, wenn ich sowas mache, ne? Gerade über den Winter. Aber da mal eine andere Lösung, das habt ihr ja in dem letzten oder in einem der letzten Videos gesehen, da super hingehauen hat, gehe ich mal davon aus, dass das alles so klappt. So, ich mache jetzt Folgendes. Ne, ich mache jetzt nicht Folgendes, ich rede erstmal weiter. Gut, also wenn wir diese ganze Geschichte denn hier drin angelötet haben, dann müssen wir natürlich noch mit einem Kabel von diesem Gehäuse an unseren Axtöffner. Dafür habe ich jetzt ein vieradriges Kabel genommen. Ne, und ich habe auch gleich schon mal so ein bisschen hier die Stecker dran gemacht. Das wird jetzt ein bisschen chaotisch aussehen, wenn es alles hier drin ist. Aber ich würde sagen, ich brate das hier alles mal rein und dann zeige ich euch das mal. Ne? Weil wie gesagt, ich muss so ein bisschen improvisieren, dass ich die Dinger auch hinterher sehe. Das Gehäuse ist definitiv zu klein. Wenn ihr sowas machen wollt, holt euch ein großes Gehäuse mit einem Klarsichtdeckel oder auf jeden Fall ein größeres. Ich verlinke dieses Gehäuse unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal da die Maße abnehmen. Ne? Und dann verlinke ich ja noch Nummer 1, eine Nummer größer und die Einzelteile sowieso. Und dann gucken wir mal. So, kleiner Zwischenstand und Testlauf. Ja, dann packe ich jetzt erstmal die Batterien rein. So, dann stecke ich hier mal das Panel ein. So, na gucke. So, Laderegler sagt, ich lade. Und mein 12-Volt-Ausgang blinkt blau, also habe ich da auch 12-Volt-Ausgang. Gut, dann sehe ich mal zu, dass ich die ganze Schose jetzt in die Kiste reinkriege. So, das sieht jetzt noch ein bisschen anders aus, als ich gedacht hatte. Ich musste tatsächlich ein anderes Gehäuse nehmen. Ne? Weil bei dem anderen, da war ja nur dieses kleine Sichtfenster in der Mitte. Und dann hätte ich weder das Licht gesehen, noch das von dem Laderegler. Also habe ich mal ins Regal gegriffen und habe mal eins genommen, was da eh noch oben liegt. Das hat jetzt einen kompletten Klarsichtdeckel. Ne? Ja, kann ich also alles schön sehen. Und jetzt schalte ich mal meinen Schalter ein. Also hier kann erstmal nichts passieren. Ah, ich höre ein Tickgeräusch der Uhr. Das ist cool. So, in der Bedienungsanleitung für diese Uhr steht drin, wenn die 60 Stunden Strom hatte, dann ist die 150 Stunden Gangreserve aktiv. Ne? Die Uhr, die läuft ja auch, wenn der Strom weg ist. Also würde ich sagen, wir lassen die jetzt erstmal hier laufen. Erstmal so ein bisschen, ne? Dass die ihren internen Akku oder was das ist, mal voll machen kann. Können wir sie gerade mal einstellen. Ja, habe ich jetzt einen Kugelschreiber hier? Nein. Bei dieser Uhr stellt man das nämlich so ein, man darf nicht das Zifferblatt drehen, sondern muss hier in der Mitte an diesem kleinen Nupsi drehen. So, wie spät ist es jetzt überhaupt? So, der Gerät sagt 15.34 Uhr, wobei dieser Punkt, wenn das so steht, ist die Stunde voll, ne? Wenn der oben steht. Steht in der Bedienungsanleitung zwar anders, aber es ist trotzdem so. Also 15 Uhr. So, da unten ist der Pfeil. 15 Uhr, das wären 15.30 Uhr. Und das wären so 15.34 Uhr, würde ich sagen. Sieht gut aus. Also wie gesagt, in der Bedienungsanleitung steht da, wo der Strich ist, das sind die Minuten. Aber ich habe festgestellt, es ist da, wo der Punkt ist. Was ja auch nicht so schlimm ist, wenn man das weiß. Gut, dann lassen wir das Ding hier mal orgeln und machen erstmal den Akku voll. So, schöner sonniger Tag. Jetzt habe ich den Hühnchen gerade im Salat hingehängt. Aber den haben sie noch gar nicht gesehen. Gut, dann gucken wir uns mal die alte Akku-Solar-Lösung noch mal kurz an, bevor wir das mal wegschrauben. Ja, die Sonne ist wie gesagt wunderschön unterwegs. Und da sieht man noch, dass der Laderegler blau leuchtet, weil Batterie voll. Und der Spannungswandler auch. Also das Ding ist jetzt voll. Gut, dann werde ich gleich mal umschrauben. Aber ich höre hier unter mir Aktivität. Ja, hallo. Frieda, was bist du denn wieder eifersüchtig? Komm her, die anderen Kinder hier müssen auch mal was haben. So, warte mal. Sag mal her hier. So. Verstreuen wir das hier mal ein bisschen. Nee.
alte Ziege, du. Könnte mich bepissen, was die immer für Geräusche von sich gibt. Hier liegt mein Solarpanel. Hier liegt die Geschichte. Auch hier ist der Akku jetzt voll. Ne? Laderegler blau. Das ist schön. 12 Volt Spannung auch blau. Ja, leider hatte ich die irgendwie mit eingegossen, aber das macht ja nichts. So, und die Batterien, die sind jetzt hier unten drunter. Ne? Also wieder dieses Gehäuse werde ich euch mal verlinken. Da muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ne? Wie filigran er da arbeiten kann und will. Diese beiden Kabelbinder hier unten, das ist eine Zugentlastung, dass ich das Kabel hier nicht rausziehe. Und den Stecker für das Solarpanel, den tüttel ich hier unten natürlich noch mit durch das Loch. Ne? Gut, dann werde ich die andere Geschichte jetzt mal abschrauben. Und das denn hier mal dran und anstecken und gut ist. So, jetzt ist das Gerät hier schon mal angeklemmt. Hier oben habe ich es noch nicht angeklemmt, das hat bestimmt einen Grund. Jetzt läuft der Axt ja über Batteriebetrieb. Ne? Da sind jetzt also keine Steckerchen dran. Und ich will euch mal den Unterschied zeigen, wie schnell so eine Klappe jetzt hochgeht zwischen, zwischen 12 Volt Betrieb und zwischen 6 Volt Betrieb. Ne? Jetzt müsste ich natürlich, warte mal, wir machen das jetzt mal so, weil ich muss jetzt hier die Stoppuhr starten und gleichzeitig die Klappe aufmachen. Ich habe jetzt zu wenig Hände für die ganze Geschichte. Und auf geht's. So, Stoppuhr läuft, auch wenn man es nicht gut sieht. Klappe fährt. Und jetzt warten wir mal, bis die ganz oben ist. Blendet ein bisschen, ne? Aber ich glaube, so geht das ganz gut. So, Klappe fährt immer noch. So, also im Batteriebetrieb dauert es 1 Minute 13, bis die Klappe oben ist. So, und jetzt klemme ich die andere Geschichte mal an. Ne, dann läuft er über 12 Volt und dann gucken wir mal. So, habe ich jetzt mal angeklemmt. Das Kabel ist ein bisschen lang, aber abschneiden kann man nur einmal, ne? Und vielleicht hänge ich das Ding ja auch nochmal um, also ich lasse das jetzt mal so. So, dann gebe ich jetzt mal Energie. Ja, habe hier unten ja den Schalter dran gemacht. Gut, dann fahre ich die Klappe jetzt mal runter und dann machen wir den Hochfahrttest nochmal. So, Klappe ist unten, ihr seht hier noch den Schlüsselring. Jetzt brauche ich wieder drei Hände gleichzeitig. Aber ihr werdet es sehen. Gut, also Zeit fängt jetzt bei 0 an. Tja, keine 33 Sekunden. Also über Netzbetrieb doppelt so schnell. Das war das Ziel. Super. Ja, Uhrzeit stelle ich gleich nochmal neu ein. Ich drehe die jetzt erstmal auf... ja, dass er runtergehen soll halt, ne? Ja, komischerweise dauert es hier immer ein bisschen. Das wird wahrscheinlich mit dem Signal von der Uhr zu tun haben. Da hat er irgendwo einen Wackler. Ah, nee. Da kommt er. Weil da brauchen wir ein bisschen eine Gedenkminute. Ne? Und das Schöne ist ja, bei den Öffnern, die Uhr ist ja nur sekundär. Ne? Der Helligkeitssensor, der funktioniert ja trotzdem noch. Gut, würde sagen, die Geschichte läuft. Schauen wir das mal alles zusammen. Erstmal die Uhr wieder richtig einstellen, dann ist gut. So, das sollte jetzt mal gewesen sein für heute. Und so wie das aussieht, funktioniert das auch. Sollte sich da was ändern, gebe ich mal Bescheid. Wer Interesse hat an einem Schaltplan für das Ding, der muss Bescheid sagen. Da die meisten Schaltpläne, die so entwerfen, nicht runtergeladen werden, habe ich dieses Mal im Vorfeld keinen gemacht. Ja, und dass die Uhr immer so 20, 30 Gedenksekunden braucht, bevor die Tür sich denn bewegt, wusste ich jetzt nicht. Aber wenn man das weiß, ist das ja auch nicht schlimm. Ne? Die Chose bleibt jetzt hier hängen. Ich werde es testen und ich hoffe, ich muss nie wieder beigehen, weil es so geil ist. Wir sehen uns denn im nächsten Video. Bis denn, euer Jens Wendt.